sind heute auf dem Cologne Business Day in der Hochschule Fresenius im Mediapark in Köln. Und es ist eine B2B-Messe, wo sich Unternehmen gegenseitig vorstellen und ihre Leistungen präsentieren. Und wir haben als Verband deutscher Unternehmerinnen das erste Mal einen Versuch gestartet, mit mehreren Unternehmerinnen gemeinsam hier einen Stand zu machen. Und nicht einfach nur ihr Unternehmen vorstellen, sondern 15 Minuten ihrer Expertise zur Verfügung stellen. Und natürlich auch den VDU vorzustellen, die Vorzüge, dass man sich einfach untereinander vernetzt und dann auch andere Unternehmerinnen kennenlernt, die man natürlich dann auch in seinem eigenen Unternehmen gegebenenfalls wieder brauchen kann. Also es ist richtig schön, das zu sehen, wie viele Leute vorbeikommen und einmal unsere Aktion gut finden. Und auf der anderen Seite natürlich, und das ist natürlich für den Verband super schön, dass viele Leute auch gerne wissen wollen, was ist eigentlich der VDU, was macht ihr da eigentlich? Also ich glaube, die Atmosphäre ist sehr gut. Bisher die Leute, mit denen ich gesprochen habe, die sind alle sehr offen und sehr interessiert. Und ich glaube, das ist eine gute Veranstaltung. Ich muss sagen, ich finde das hier ganz toll. Ich bin das erste Mal mit dem Verband der deutschen Unternehmerinnen in Berührung gekommen und bin wirklich begeistert, also wie leidenschaftlich die Unternehmerinnen hier unterwegs sind. Und also wie viele Tipps ich jetzt hier mitgenommen habe und Anregungen mitgenommen habe, die ich dann auch hoffentlich in Zukunft verwenden kann. Ich habe eine Kommunikations- und Werbeagentur. Mein großer Vorteil ist, dass ich extrem gut vernetzt bin, was viele Unternehmer eher nicht sind. Weil Netzwerken kostet Zeit und man muss ein gewisses kommunikatives Feeling haben, um daran auch Spaß zu haben. Das ist auch die Beratung, die ich anbiete. Weil ich glaube, dass über Netzwerken sowohl sehr viel mehr Geschäfte gemacht werden können, als auch sehr viel bessere Kooperationen. Und das biete ich an. Das Gute an meinem Unternehmen ist, dass ich Privatpersonen, Mittelständlern und Kleinunternehmen etwas anbiete, was sie sonst im großen Konzern bekommen, nämlich eine umfassende Immobilienberatung, um die richtige Gewerbeimmobilie oder das richtige Ladenlokal für sein Unternehmen passgenau zu finden. Das ist auch heute hier mein Thema, die 10 Gebote für die richtige und passende Immobilie, was man da beachten muss, um dann seinen Geschäftserfolg zu vermehren, wenn man quasi passende Immobilie für sich gefunden hat. Das kann sowohl Büro wie auch Ladenlokal sein. Also ich glaube, das Gute bei uns ist, dass wir kleine und mittelständische Unternehmen auch im Fokus haben. Das ist ja bei vielen ganz großen Kanzleien vielleicht nicht so unbedingt der Fall. Das heißt, wir sind auch zu kleinen und mittelständischen Unternehmen sehr nett. Auch das sind Zielmandanten. Auf der anderen Seite kennen wir aber das große Geschäft. Das heißt, wir haben das gemacht. Ich war also zum Beispiel 10 Jahre bei einer ganz großen Kanzlei und weiß, wie das läuft. Das heißt, ich mache solche Dinge wie einen Unternehmenskauf eben auch nicht das erste Mal, sondern ich weiß, was da üblich ist und was man macht und kann dann auch so einem Mandanten helfen zu erklären und zu sagen, das ist üblich und das ist jetzt übertrieben, das macht man nicht mit und da muss man sich so und so aufstellen. Das zeichnet uns, glaube ich, besonders aus. Die Stärken von Cumulus sind, dass wir junge Leute, junge Fach- und Führungskräfte in Unternehmen bringen und, was uns besonders wichtig ist, auch an die Unternehmen binden. Und das machen wir durch verschiedene Sachen, unter anderem ein überbetriebliches Trainee-Programm, durch Seminare und durch Beratung.